Ich heiße Sie erstmal recht herzlich willkommen zu unserer inzwischen fünften Talkrunde, der vierten mit mir in der Reihe Hamburg Konvent Mitreden. Heute unter dem Titel Hafen Hamburg, Museumshafen oder Zukunftsort? Fast schon eine Suggestivfrage. Mein Name ist Julian Petrin. Ich führe Sie jetzt durch die nächste Stunde, die wir gemeinsam haben. Und bevor ich Ihnen gleich meine Gäste vorstelle kurz und wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich eben die ein, zwei Minuten mitnehmen, nochmal zum Rahmen dieses Gesprächs etwas zu sagen über die Initiative Hamburg Konvent. Der Ausgangspunkt dieser Initiative ist die Frage, ja, welche gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen kommen eigentlich in den nächsten 10 bis 15 Jahren auf uns zu. Ein Thema, was an vielen Stellen ja aufpoppt, überall diskutiert wird, aber natürlich sich auch, wenn man es auf Hamburg runterbricht, hier ganz besonders stellt. Also wie ist Hamburg auch auf die Herausforderungen, die jetzt nicht nur mit Corona, sondern auch, die wir schon vorher auf dem Schirm hatten, vorbereitet? Das Ziel ist es im nächsten Jahr tatsächlich, so haben die Initiatoren das angelegt, einen tatsächlichen Konvent zu veranstalten. Also wenn dann hoffentlich wieder auch Treffen möglich sind, dass wir uns dann in einer großen Menge von Menschen treffen und das, was wir bisher mitgenommen haben auf diesen Gesprächen, in anderen Podcasts, aber auch nochmal in Hintergrundrecherchen, nochmal ein bisschen diskutieren und einfach auch so einen Stand der Dinge nochmal widerspiegeln und gucken, was müssen wir eigentlich anpacken in Zukunft und wie tun wir das. Heute haben wir das Thema Hafen vor der Brust. Und ich sage mal, wir hatten letztes Mal das Thema Verkehr und ich glaube, die beiden Rangen liegen so gleich auf, was die emotionale Qualität dieser Themen angeht. Denn dieses Thema berührt tatsächlich die DNA dieser Stadt. Ne, diese Stadt ist eine Hafenstadt, wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. Trotzdem gibt es bei vielen eine geäußerte Sorge, wie weit denn sondern der Hafen als Säule dieser Stadt, eine Sorge, wie weit der Hafen als Säule dieser Stadt noch trägt. Also wie steht es um ihn? Ne? Und zugleich, und das ist das Spannende, und deswegen haben wir auch unsere beiden Gäste heute auch hier, ist der Hafen ein Treiber der Innovation und Digitalisierung dieser Stadt. Auch da wollen wir heute reinleuchten, weil auch das ist natürlich eine der großen Herausforderungen in diesem Großthema auch in Hamburg sozusagen ganz vorne mit dabei zu sein. Und wie immer ist es so, dass wir einen Chat hier haben, in dem Sie uns Ihre Fragen stellen können. Am besten in diesem Modul F&A, Fragen und Antworten. Sie können es aber auch im Chat machen. Ich habe beides im Blick weitgehend. Wir werden dann nachher in der Diskussion gucken, dass wir die Fragen auch mal so ein bisschen einflechten. Ansonsten möchte ich Ihnen jetzt erstmal unsere beiden GesprächspartnerInnen vorstellen. Als erste Dr. Angela Titzrath. Sie ist Vorstandsvorsitzende der Hamburg Hafen und Logistik AG und sowas wie die, ja, eine zentrale Treiberin hier im Hafen, der Hafenwirtschaft, aber auch der Zukunftsdiskurse rund um den Hafen. Und einen zweiten Gast freue mich sehr, Johannes Berg zu begrüßen. Er ist Managing Director des Digital Hub Logistics. Und Sie beide sind sozusagen ein ganz wichtiges Tandem in diesem Hafen und mit Ihnen wollen wir heute gerne diskutieren, wo geht die Reise hin und was ist aktuell auch schon bei Ihnen auf der Agenda. Meine ersten Fragen richten sich aber noch mal ein bisschen an das Tun Ihrer beiden Institutionen, sage ich mal. Erst einmal zu Frau Titzrath geguckt. Die HALA, es ist eine dieser Institutionen in Hamburg, die, glaube ich, jeder kennt. Und viele wissen auch dann inzwischen, wie sie sich buchstabiert, dass sie auch nicht mehr Hamburger Hafen- und Lagerhausgesellschaft heißt, wie sie mal hieß, sondern Logistik. Dennoch denken viele, na ja, die vermieten halt die Hallen. Ne? Aber es ist viel, viel mehr, was sie tun. Frau Titzrath, wollen Sie kurz noch mal aufblättern, welche Rolle die HALA eigentlich heute im Hafen spielt? Ja, vielen Dank auch für die tolle Einführung. Die Hamburger Hafen- und Logistik AG ist ja jetzt schon seit mehr als 10 Jahren ein europäischer Logistikkonzern, der an der Börse notiert ist. Wir tragen Hamburg im Herzen. Wir sind ein europäisches Unternehmen und die Welt sind unsere Kunden. Und damit meinen wir insbesondere natürlich die Reeder, natürlich auch die Spediteure. Man spricht schon ein bisschen auf das ein, was sozusagen die Vielfältigkeit unseres Unternehmens ausmacht, weil es gibt dort 4 Geschäftssegmente. Dazu zählt unsere Kern-DNA, aus der wir gekommen sind. Das ist das klassische Hafen-Terminal-Umschlagsgeschäft.
Dann das zweite sehr große Segment, die Immobilienwirtschaft. Dazu zählt ja das Weltkulturerbe, in dem ich jetzt hier gerade sitze, aber auch der Herr Berg gerade dort sitzt. Natürlich auch bis zum Fischereihafen. Und das dritte große Segment, intermodal. Das heißt, alles, was an Schienengütertransport auf die Schiene geht, in Europa miteinander verbunden, haben wir über ein eigenes Eisenbahnverkehrsunternehmen, die Metrans, in einem eigenen Segment gebündelt, sind mittlerweile Europas größter im Privatbesitz befindete Schienengüterprovider. Und das vierte große Segment, Logistik, kennt jeder. Jeder, der von Ihnen Früchte hier in Hamburg isst, weiß, dass das Hafenumschlag-Fruchtgeschäft auch über die HALA im Logistiksegment angewandt wird und abgewickelt wird. Aber genauso wie rollende Ladung und eben auch ganz andere Themen, die Zukunftsthemen, Zukunftsfelder sind, wie 3D-Druck oder auch wie Sky und andere Unternehmen, über die wir sicherlich vielleicht im Verlauf des Vormittags oder beziehungsweise der Stunde hier noch mal ein bisschen mehr erfahren. Aber eben auch Sachen wie die Hamburg Port Consulting, die zu uns gehört. Ein Consulting-Unternehmen, was führend in der Welt ist, überall da, wo Häfen entwickelt werden, Hafen- und Hinterlandgeschäft, aber überall da, wo ein Container sozusagen gehandelt wird und wo ein Beratungsgeschäft ist, sind wir auch ganz weit vorne. Also von daher mal so der Spannungsbogen zwischen dem, wofür wir vor 137 Jahren sozusagen herkommen, aus dem klassischen Hafenumschlag, dann die Speicherstadt, die erbaut worden ist. Das war ja die Blockchain des 19. Jahrhunderts, das Zusammenbringen des damals Revolutionäre von Umschlagen von Gütern und gleichzeitig von Lagern, dann das Weiterentwickeln, die Container auf die Schiene zu bringen, das Weiterentwickeln der logistischen Dienstleistungen. Das ist sozusagen ganz kurz mal umrissen, wofür die HALA heute steht. Also wirklich deutlich, deutlich mehr als das, was viele denken, glaube ich. Und Herr Berg, jetzt zu Ihnen geguckt. Sie sind eben Managing Director des Digital Hub Logistics und Deutschland hat ja nun eine ganze Menge dieser Digital Hubs. Hamburg hat den Logistik Hub sozusagen. Vielleicht können Sie kurz nochmal einordnen, was es mit diesen Digital Hubs auf sich hat und was der Hamburger Hub ganz genau sich für Ziele genommen hat auch. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die einleitenden Worte und auch die Einladung zu unserer Talkrunde heute. Der Digital Hub Logistics ist noch keine 137 Jahre alt, auch wenn wir uns sehr glücklich schätzen, in einer dieser alten Speicherblöcke seit gut 2,5 Jahren zu sitzen. Sie haben das schon ganz richtig erwähnt. Es gibt insgesamt 12 dieser Digital Hubs über das ganze Bundesgebiet verstreut. Jeder Hub hat einen bestimmten Schwerpunkt. Die Kolleginnen und Kollegen in Frankfurt kümmern sich um die Finanzwirtschaft der Zukunft, in München um die Mobilität, in Dresden, im Silicon Saxony über die Halbleiterwirtschaft der Zukunft. Und Hamburg hat vor etwas mehr als 3 Jahren gesagt, was liegt näher für uns als unser täglich Brot und Butter zu einem Hub zu machen, nämlich die Logistik, natürlich mit einem kleinen Schwerpunkt auf allem, was im Hafen passiert, aber auch intermodal, intralogistisch, auf der letzten Meile hier sozusagen in der Hansestadt. Und was wir als Digital Hub eigentlich machen, viele denken immer, oh, dieser Name Digital Hub, Logistics, Digitalisierung, Innovation, das muss furchtbar kompliziert sein. Ist es aber gar nicht, denn was wir im Endeffekt machen, ist, wir haben ein physisches und zunehmend auch digitales Netzwerk kreiert und aufgebaut, in dem junge Startups, junge Gründerinnen und Gründer mit Unternehmen wie der HALA, die seit 137 Jahren unterwegs sind, aber auch Unternehmen wie der DHL, wie der Konzernlogistik von Volkswagen zusammenkommen, um gemeinsam zu schauen, welche Prozesse können wir optimieren, welche Produkte oder Geschäftsmodelle gibt es, die uns vielleicht in die Zukunft führen. Und das Rezept für diesen Austausch, für dieses Geschäftsmodell Digital Hub ist einfach, dass Menschen zusammenkommen, die Ideen miteinander teilen und so groß und groß, klein und klein zusammenarbeiten. Um ein ganz praktisches Beispiel zu nennen, Frau Titzrath erwähnte bereits HALA Sky. Da gibt es ein kleines Teilprojekt, wo ein Transportmanagementsystem aufgesetzt werden muss, was beispielsweise aus einem Startup hier im Digital Hub mit betreut wird. Ich hoffe, das hat so einen kleinen Schwank dessen wiedergegeben, was der Hub so macht.
Also wirklich eine Schnittstelle zwischen, sage ich mal, Old und New Economy ein Stück weit auch und auch ein bisschen das, was man einen Inkubator nennt. Kann man das so bezeichnen fast? Kann man so bezeichnen. Wir versuchen das immer etwas plakativer darzustellen und sagen, wir sind das Fitnessstudio für Innovation und Digitalisierung in der Logistik. Ja. Inkubator trifft es aber auch. Ja, und ich finde, es ist ein ganz gutes Beispiel, was der Herr Berg auch gemacht hat, dass man eben nicht mehr Old and New Economy unterscheidet, sondern ich glaube, das ist die super Qualität, die Hamburg als Stadt eben mitbringen kann, dass sie auf der einen Seite eine sehr große, starke Industrie haben und Industrielandschaft und im Speziellen natürlich durch die Hafenlage eben auch eine starke Logistikwirtschaft, aber nicht nur, und gleichzeitig sozusagen Felder schaffen, wie der Digital Hub, in dem sie Dinge eben ausprobieren können, wo sie mit der Industrie sich vernetzen und dementsprechend auch neue Ideen entstehen lassen. Also das ist auch der Weg. Ich weiß, dass das Herr Berg, wir sind auch ein großer Unterstützer von ihm als Person. Er macht da einen ausgezeichneten Job und aber auch das Digital Hub, finde ich, hat sich super entwickelt, weil auch wir als Unternehmen sagen, wir können ja nicht alles selber machen, sondern wir haben vier Wege, wie wir Innovation fördern. Natürlich tun wir eigene Lösungen entwickeln, dazu ist Sky ein gutes Beispiel, aber wir arbeiten auch mit Partnern zusammen, wir beteiligen uns auch physisch an Startups, aber wir unterstützen eben auch Gründungen von Startups, so wie wir das jetzt hier erleben im Digital Hub. Bevor wir gleich auf die größeren Entwicklungslinien gucken, will ich erstmal beginnen mit dem Blick auf aktuelle Entwicklungen, Themen, gerade auch natürlich auf die letzten Monate. Wie haben die sich denn im Hafen ausgewirkt? Also viele haben beobachtet, Mensch, die ganzen, man saß in der Strandperle und die ganzen Liegeplätze waren leer. Ne? Da macht man sich natürlich schon Sorgen. Wie war das für Sie in Ihrem Arbeitserleben auch? Da ist schon auch wirklich kurzzeitig was ins Rutschen gekommen, oder? Also es heißt, eine Pandemie hat natürlich eine globale Wirkung und globale Wirkungen gehen natürlich auch nicht an Hamburg und auch nicht an der Halle und auch nicht an einem Hafen, aber an keinem Industriestandort vorbei. Wir haben, und da möchte ich an der Stelle nochmal einen großen Dank aussprechen an alle unsere Mitarbeiter, es geschafft, keine einzige Stunde, keinen einzigen Tag in der Pandemiewelle in der ersten und aber auch jetzt zu stehen. Wir waren betriebsfähig und betriebsbereit. Das ist wichtig für eine kritische Infrastruktur. Immer noch 470 Milliarden Euro der deutschen Exportbilanz wird über die deutschen Häfen gemacht. Mhm. Diese Zahl muss man sich immer wieder nochmal in Erinnerung rufen, auch hier in Hamburg, dass es eben nicht nur eine städtische Perspektive hat, sondern eine nationale Perspektive, die Aufgabe, die wir hier haben. Die Pandemie hat insbesondere im April und im Mai eine starke Wirkung gehabt. Wir haben teilweise bis zu 40% weniger Schiffsanläufe gehabt. 40% ist eine irrsinnige Menge. Die Schiffe waren teilweise, wir kennen die Bilder aus der Luftfahrtindustrie, am Boden irgendwo geparkt. So war es bei Schiffen ähnlich auch, an verschiedenen Meeresbuchten, die sozusagen da vor Anker lagen. Das war eine dramatische Wirkung, die wir gesehen haben. Und es zeigt eben, wie vernetzt diese Welt ist. Und es hat dann ja auch noch sehr lange gebraucht, die Sommermonate, bis da eine Art Stabilisierung wieder herbeikam. Wobei wir sagen müssen, dass insbesondere der Asien-Trade, also insbesondere aus China, der erste war, der sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes effektiert war oder angefasst war. Aber das waren auch gleichzeitig diejenigen, die am stärksten zurückgekommen sind. Aber toi, 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 wir klopfen auf Holz. Wir haben wenig infizierte Mitarbeiter bisher gehabt. Wir haben sehr, sehr umsichtige Maßnahmen, die auch angenommen und umgesetzt worden sind in der Mitarbeiterschaft. Aber es war ein deutlicher Einbruch und es zeigt natürlich auch die Anfälligkeit einer globalen Ökonomie in der Vernetzung. Das ist ja tatsächlich ein Thema, was sich sozusagen im großen System Hafen widerspiegelt. Wie ist es bei Ihnen gewesen, Herr Berg? War das auch spürbar? Ich meine, für die Startups, die sind ja mittelbarer vielleicht an den wegbrechenden Warenströmen sozusagen dran, aber vielleicht doch auch etwas Unsicherung in der Branche spürbar, oder? Ja, ich kann Ihnen sagen, dass ich im März gleich zum Hörer gegriffen habe und mit den Kollegen der Haller Immobilien gesprochen habe, weil ich
natürlich hier unsere monatlichen Mietzahlungen gesehen habe und gedacht habe, um Himmels Willen, wenn jetzt die Startups die weiße Fahne hissen und unsere Unternehmenspartner vielleicht auch in schweres Gewässer kommen, dann ist es um so ein junges, kleines Unternehmen ja auch nicht immer gleich so rosig bestellt. Mhm. Bei den Unternehmen, und ich will mir hier gar nicht anmaßen, so einen wichtigen Teil im Kosmos der Corona-Pandemie zu spielen, bei den Unternehmenspartnern war es natürlich in der Tat so, klar, auch verständlich, da hängen viele tausende Arbeitsplätze hinter, dass viele Unternehmen etwas auf die Bremse getreten sind und gesagt haben, wir haben jetzt erstmal viel dringlichere Themen zu regeln, als im Digital Hub den ein oder anderen Workshop umzusetzen. Was ich nie erwartet hätte, was ein ganz, ganz positiver Effekt ist, den man vielleicht in vielen Zeitschriften liest, den wir hier aber live erlebt haben, ist, dass die Anzahl der Startups und die Anzahl derjenigen Gründer, die gesagt haben, hey, wir haben jetzt gerade in dieser Krise eine Idee entlang der logistischen Wertschöpfungskette, ob es jetzt eine Zustellung auf der letzten Meile oder ein neues System in der Intralogistik ist, die Zahl der Startups ist gestiegen in den letzten 8 Monaten, die in den Digital Hub gekommen sind und gesagt haben, können wir uns hier einen Platz mieten und dabei sein. Und was ich immer wieder gehört habe von diesen größtenteils eher jüngeren Menschen ist, es gibt keine bessere Rechtfertigung, als momentan ein Unternehmen, ein Startup zu gründen. Weil wenn es nicht klappt, ist die einfache Rechtfertigung zu sagen, es war Corona. Und ja, das ist ein super positives Erlebnis bei allen Schwierigkeiten in den letzten Monaten, dass dieser Geist, der hat eher zugenommen. Und natürlich auch ein bisschen die Bereitschaft, auch viele Akteure jetzt umzudenken und auch auf neue Lösungen zu gehen, ne? Aber auch jenseits von Corona gab es in der letzten Zeit ein paar Entwicklungen, die ja auch sozusagen die Idee dessen, was diesen Hafen nähert, nämlich eine weiter rollende Globalisierung, sage ich mal, in Frage gestellt haben. Stichwort Deglobalisierung ist empirisch, glaube ich, immer noch schwer nachzuweisen, aber als Diskurs ja durchaus da. Die Rückkehr zu Schutzzollpolitiken, man fühlt sich fast ins 19. Jahrhundert versetzt an einigen Stellen. So Dinge wie jetzt auch der Freihandelsblock in Asien. Also wir merken, geopolitische Kräfteverhältnisse verschieben sich. Wie sehr bereitet Ihnen das im Hafen auch Kopfschmerzen, weil Hamburg da ja irgendwie auch mittendrin hängt, ne? Ja, also ich glaube, ignorieren darf man das nicht. Das tun wir auch nicht. Wir haben schon 2018 angefangen, uns der Frage zu nähern, was kommt neben dem Container? Also das heißt, wir stellen das Containergeschäft nicht in Frage, wir stellen nicht die Globalisierung in Frage, aber sehr wohl einen zweistelligen Wachstumsraten, wie man das noch 2006, 2007 sozusagen in den Raum gestellt hat. Ich glaube, da hat die Globalisierung ein Stück weit sozusagen schon so die Grenzen aufgezeigt. So, das bedeutet für uns, Warenhandel wird weitergehen, aber es werden zusätzliche Wachstumsfelder neben dem klassischen Containerumschlag und Warenhandel entstehen. Das sprechen Sie dadurch ja indirekt an, die Zollhemmnisse bzw. die Streitigkeiten, das ist leider etwas, was wir ja schon seit Jahren kennen. Das kennen wir auch aus der Russland-Sanktionspolitik. Mhm. Jetzt ist es mal zwischen USA und China, dann mal wiederum zwischen anderen Ländern. Also ich glaube, das wird sich nicht verändern. Das wird sich aber auch nicht zurückdrehen lassen. Mhm. Und ich glaube, Corona zeigt uns auch, wissen Sie, ich kriege diese Frage nämlich sehr oft, glauben Sie nicht, dass jetzt alle ihre Produktionsstätten zurück nach Europa verlegen? Mhm. Das muss man mal so beantworten. Es gibt eine Menge Unternehmen, die ums Überleben kämpfen. Wenn sie starke Gewinneinbrüche haben und Verluste und massive Produktionsausfälle hatten, dann werden sie erstmal daran denken, wie sie das wieder aufarbeiten, wie sie wieder in eine grüne Zone kommen und im zweiten Schritt dann vielleicht darüber nachdenken, ob das auch zu Verlagerungen findet oder stattfindet, damit verbunden. Ich glaube, wir haben eher solche Themen, die schneller wachsen werden, wie Additive Manufacturing, also das 3D-Druck. Es wird eine Nische bleiben, es wird ergänzend bleiben, aber es sind zusätzliche technologische Sprünge, die auch greifbar werden. Und ich glaube, das sind eher so die Themen, die auch dann einen Nachhall haben werden.
Ich sehe gerade hier im Chat kommen erste Fragen rein. Ich bleibe noch mal einen Moment ein bisschen bei den sozusagen Einstiegsfragen, hole die gleich nach vorne, also nicht nervös werden, die Gäste im Chat bitte. Sie sind ja zu einem Zeitpunkt sozusagen in Ihrer Position gekommen, Frau Titzrath, da gab es diesen Hafenentwicklungsplan schon. Der war ja sehr, sehr ambitioniert, sehr optimistisch auch. Es gab dann die Finanzkrise, die Einbrüche, die es infolgedessen gab, auch weltwirtschaftlich. Ist das eine Bürde, an der Sie sich erstmal immer abarbeiten müssen? Und ich sage mal, es gibt ja jetzt die Neuauflage oder ist in Arbeit. Wie stehen wir da eigentlich? Sie sagten es ja schon. Also es gibt ein anderes Verständnis. Anders gefragt, müssen wir uns ein bisschen davon verabschieden, den Hafen anhand des Kistenzählens zu bewerten, sondern andere Messgrößen auch sozusagen stärker mal nach vorne holen? Und welche könnten das sein? Also einen großen Applaus von meiner Seite, weil das Kistenzählen ist noch nie sinnvoll gewesen. Mhm. Alleine schon über die geografische Lage und die Fläche, die der Hamburger Hafen zur Verfügung hat, industrieller Nutzung, werden wir nie in der Welt der größte Hafen sein. Wir sind in Deutschland der größte, wir sind in Europa der drittgrößte, aber wir wollen der beste Hafen sein. Und das muss der Anspruch sein, technologisch und innovativ und über die Wertschöpfung nachzudenken, die man messen kann an Euro-Wertschöpfung, die man natürlich messen kann auch an Unternehmenswert, an Beschäftigung, aber nicht alleine aus der einzelnen Kiste heraus. Mhm. Und ich glaube, das sind die Zukunftstrends, die wir viel stärker in den Mittelpunkt setzen müssen, eben nicht die Größe, sondern Technologieführerschaft, die Dienstleistung und die Wertschöpfung, die wir generieren. Herr Berg, das ist ja genau auch die Schnittstelle, an der Sie arbeiten. Also könnte man sagen, dass die Unternehmen vielleicht, die heute hier entstehen, vielleicht sowas auch wie die, oder einige von denen hoffentlich die tragenden Säulen einer Hafenökonomie von morgen sind. Ist das, kann man so weit gehen oder bleibt das sozusagen ein Add-on-Geschäft, was bei Ihnen passiert? Das kann passieren. Im Idealfall wird das auch, wie Sie das eingangs angesprochen haben, zu einem Tandem. Ich fange nochmal anders an, die Frage zu beantworten, warum zählt man Kisten, beziehungsweise warum ist diese Kistennummer in aller Munde, weil es einfach ist. Das ist meine Meinung. Man kann sich vergleichen, indem man Kisten weltweit zählt. Ich glaube aber, das, was jetzt in den nächsten Jahren, Jahrzehnten vor uns liegt, wird nicht unbedingt einfach. Es muss kreativer und es muss ein bisschen offener werden. Wenn wir uns, es soll jetzt keine Werbeveranstaltung sein, sondern ist einfach daran begründet, dass die HALA hier im Hub Partner ist. Wenn wir uns die HALA anschauen und gucken, was macht die HALA im Bereich der Prozessoptimierung, im Bereich der Prozessinnovation, dann ist das ein Unternehmen, was auch den weltweiten Wettbewerb im Hafen nicht scheuen muss und braucht. Es geht aber in vielen Häfen gar nicht mehr darum, Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Das ist keine Zukunft, das ist Gegenwart. Mhm. Die Zukunft ist eher dahin gerichtet, und da stimme ich Frau Titzrath zu, welche neuen Produkte, welche neuen Geschäftsmodelle lassen sich vielleicht in der ersten oder zweiten Ableitung von dem jetzigen Kerngeschäft entwickeln und schaffen damit eine Wertschöpfung, die über das einfache Kistenzählen hinausgehen. Und Sie hatten das ja eingangs gesagt, gesellschaftlich, wirtschaftlich, ökologisch. Das ist so dieser Dreiklang, dieses Spannungsfeld, in dem man sich bewegt. Ich glaube, da sind viele Startups hier im Digital Hub unterwegs, die mit Technologie, mit Digitalisierung versuchen, eben in diesem Dreiklang tolle neue Produkte, aber auch Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das ist nur nicht so einfach wie Kisten zählen. Das braucht einen langen Atem, und HALA Sky oder Bionic Productions oder der Hyperloop oder eine Drohne, die vielleicht irgendwann einen Container transportiert, das ist nicht einfach. Und deshalb gibt es so einen Raum wie den Digital Hub. Ja, genau. Aber das ist spannend, weil ich sagte, neue Geschäftsmodelle. Also man braucht wahrscheinlich auch einfache Kenngrößen irgendwann mal, an denen man halt sehr, sehr plakativ auch sagen kann, so, das ist die Wertschöpfung hier im Hafen und die ist eben weit jenseits des Umschlages zu sehen. Ist ja auch eine alte Idee von Stadtökonomen zu sagen, Mensch, also eigentlich müssen wir andere Messgrößen haben. Sie haben so ein paar dieser möglichen Geschäftsmodelle angesprochen. Da steckt ja auch eine ganz viel Exportchance drin. Könnte es eine Zukunftsaussicht für den Hamburger Hafen sein, die anderen Häfen in, wenn ich gucke, in Süd, also ich glaube,
10 der 15 größten in etwa Häfen sind inzwischen in China, Südasien. Die dann sozusagen mit Know-how zu versorgen, ist das tatsächlich eine Strategie, die Sie auch verfolgen? Das tun wir ja heute schon über die Hamburg Port Consulting. Und ich glaube, ein Exportschlager von Deutschland ist teilweise schon und sollte noch mehr in der Zukunft sein, eben nicht nur klassische Produktion, sondern die Brainpower, die Ideen, die wir haben, das Know-how in die Anwendung zu bringen. Das gute Beispiel dafür ist Hyper Technology oder Hyperloop, unsere Übergabekapsel, die wir entwickelt haben, zusammen mit unserem amerikanischen Partner. Das ist zum Beispiel eine Technologie, ein Know-how, was dann überführt wird in die Beratung, weil mit großer Sicherheit eine Hyperloop-Strecke nicht zuerst in Deutschland, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit eher im arabischen Raum oder in China selber gebaut wird. Aber das Beratungs-Know-how zu haben, weil wir die Technik kennen und weil wir in der Terminal-Entwicklung zusammen mit den Amerikanern dieses Know-how auch in einer Feasibility-Studie eingebracht haben, um sozusagen es zu zeigen, dass es geht, das ist ganz wertvoll. Und das ist auch ein Exportschlager, auch eine Wertschöpfung, die ich schon glaube, die in der Zukunft auf jeden Fall annehmbar ist. Mhm. Ich möchte nochmal sagen, dieses Joining Forces for Hamburg, habe ich mal an einer anderen Stelle gesagt. Also dieses Zusammenspiel von verschiedenen Wertschöpfungsketten und Ideen in Hamburg und das dann zum Exportschlager zu machen, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Stück Zukunft. Nun ist es ja so, dass die anderen Häfen da, glaube ich, auch nicht stillstehen. Sie sprachen schon die Konkurrenz zu Rotterdam-Antwerpen an. Das ist ja schon auch alles sehr, sehr nah beieinander und auch kulturell nicht unähnlich geprägt. Jetzt gibt es ja auch eine neue Hafenallianz, die wir haben. Und auch einer unserer Gäste spricht das an, inwieweit auch diese Hafenallianz zum Ausbau der Technologieführerschaft des Hamburger Hafens auch mithelfen kann. Ist das auch eine Strategie, wir tun uns jetzt zusammen, dann sind wir ein bisschen gewichtiger? Also gerade weil Sie aufzeichnen, weil wir öffentlich sind, es gibt noch keine neue Hafenallianz. Es gibt Sondierungsgespräche mit den deutschen Häfen beziehungsweise mit Eurogate. Aber die Kernidee ist die Idee zu sagen, macht das wirklich Sinn, dass wir uns hier in Deutschland sozusagen gegeneinander richten, statt zu überlegen, wie können wir denn gegenüber den sogenannten ARAG-Häfen, das ist Rotterdam und Antwerpen, stärker auftreten? Wo kann man Ideen bündeln? Wo kann man voneinander profitieren in den jeweiligen Erfahrungen, die wir haben? Und die HALA ist anerkanntermaßen ein Hafenumschlagsunternehmen, was brilliert über die Exzellenz in der Automatisierung. Wir haben es gezeigt, wir können es. Das Container-Terminal Altenwerder ist ein Terminal, was weltweit das erste klimaneutrale Umschlagsterminal ist. Also ein super Asset auch für eine Hafenstadt Hamburg, zu zeigen, dass eben Wirtschaftlichkeit, aber Nachhaltigkeit auch unter ökologischen Gesichtspunkten kein Widerspruch ist. Das ist manchmal ein längerer Weg und es bedarf natürlich vieler Investitionen und auch einer nachhaltigen Investition, um dabei zu bleiben. Aber wir haben gezeigt, dass es geht. Und ich glaube, man muss nochmal sagen, Rotterdam, Antwerpen sind halt nationale Häfen. Da haben die Niederländer und der Belgier eine ganz andere Haltung zu und unterstützen das auch in einer anderen Weise. Und ich glaube, deswegen rufe ich immer auf, auch hier in Hamburg Joining Forces zusammen für Hamburg, auch den Hafen, aber auch darüber hinaus die digitalen Themen mit zu unterstützen. Das war auch eine Frage eines Zuschauers, inwieweit auch staatliche Unterstützung, Sie haben es schon so ein bisschen beantwortet, auch nicht helfen könnte an der Stelle. Ich meine, wenn man mal genau in die Geschichte einer Start-up-Landschaft wie im Silicon Valley reinguckt, da war sehr viel staatliche Unterstützung am Anfang, die sozusagen Technologieführerschaften heute möglich macht im privaten Sektor. Und ich verstehe es so, es ist eine Strategie, wir tun uns zusammen und dann haben wir auch mehr Gewicht beim Bund. Ist das ein bisschen so oder? Das haben wir ja heute schon, also Zentralverband Deutscher Seehäfen, dort bin ich ja im Präsidium mit meinen Kollegen aus den anderen Häfen, da sprechen wir schon mit einer Stimme und haben auch Gehör.
Aber da geht es nicht um staatliche Unterstützung oder Subventionen, sondern immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass wenn man, und ich sehe das hier im Chat eben auch anspricht, Emissionsschiffe in Zukunft vorrangig abzufertigen und andere Themen, dass man dabei eben nicht vergisst, dass wir keinen deutschen Sonderweg brauchen, sondern eine europäische Lösung. So wie, sage ich mal, der Klimawandel ein europäisches Thema ist, müssen wir auch die Rahmenbedingungen in der Marktwirtschaft europäisch beeinflussen. Und ich glaube, da müssen wir uns noch ein bisschen mehr zusammentun. Das ist ja auch eine Frage gewesen im Chat zum Thema, sage ich mal, klimaneutralere Schifffahrt. Ich sage es mal allgemein, ob Liquid Natural Gas oder andere Themen. Da hat man ja auch gesehen, gerade beim Thema Landstrom, so habe ich es zumindest wahrgenommen, dass es ja nicht einfach ist, wenn ein Hafen nach vorne geht und die anderen nicht einfach mitziehen. Ne? Dann steht man auch ganz schnell alleine da. Also da braucht es schon auch eine europäische Perspektive, oder? Das ist ganz, ganz wichtig. Landstrom ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Das ist ja etwas, was institutionell als Infrastruktur vom Bund unterstützt wird und dann entsprechend hier von der HPA umgesetzt wird. Wir spielen gar keine Rolle dabei, weil das abnehmende Organ sind die Reeder, sind unsere Kunden. Und das bereitstellende Organ ist die Hamburg Port Authority, also letztendlich der Staat und die Stadt. Und da sehen Sie, wie schwierig das ist, selbst wenn wir das aktiv begleiten und motivieren, dass die Kunden aber bereit sein müssen, das abzunehmen. Und da spielen einfach klare Marktregeln eine Rolle. Und die erwarten eben die gleichen ökonomischen Rahmenbedingungen, wie sie sie bekommen in Antwerpen und in Rotterdam. Und von daher ist es dann schwierig, wenn man einen Alleinweg geht und nicht einen europäischen. Dafür werben wir immer. Wir glauben, dass wir dort einen Unterschied machen können, wenn wir einen europäischen Weg gehen. Gerade wenn ich an so eine Idee gucke, wie hier ein Incentive zu setzen, wie ein Kommentator hier im Chat schreibt, um klima sozusagen neutrale Schiffe oder emissionsarme Schiffe sozusagen zu bevorzugen in der Abfertigung. Da kann man ja ganz schnell alleine dastehen. Gibt es da konkrete Austausche auch unter den Häfen, also ganz konkret auch irgendwie oder? Also dazu gibt es immer mal wieder Gespräche, aber die werden dann in Fayport auf der europäischen Ebene gefördert und geführt. Und das halte ich auch für ganz, ganz wichtig, dass das eine europäische Lösung sein muss. Weil emissionsarme Schiffe, die in Europa wählen können oder in der Nordrange, also in Deutschland, Rotterdam und Antwerpen wählen können, welchen Hafen sie anfahren, machen dies in aller Regel zuerst nach ökonomischen Gesichtspunkten und dann natürlich auch nach logistischen, wohin will die Ware. Aber da gibt es sehr viel Wettbewerb, da gibt es auch eine Überkapazität. Und wenn man dann die falschen Anreize setzt, führt das einfach dazu, dass dann eben die Schiffe woanders hinfahren. Und ich glaube, damit ist uns dann nicht geholfen. Ein emissionsarmes Schiff zu incentivieren, kann nur innerhalb von Europa sein. Gucken wir ein bisschen auf ein Thema, was ich auch besonders spannend finde, Herr Berg, das ist auch vielleicht wieder Ihr Themenangle so ein bisschen, das Thema Smart Port. Ja, also Sie haben ja schon ein bisschen über die technologischen Themen gesprochen. Hyperloop wurde schon angesprochen, ist sicherlich Teil dessen. Das ist ja eine Strategie, die auch schon ein paar Jahre alt ist. Was war die Motivation für die Strategie und welche Felder bespielt Smart Port aktuell? Was sind da so die Zukunftsthemen, die man in der Hand hat, gerade auch im Hinblick auf, sage ich mal, Smartisierung von Städten allgemein, was ja einer der Zukunftstrends ist? Ich glaube, die Strategie zahlt darauf ein, was Frau Titzrath gesagt hat. Wir wollen nicht der größte Hafen sein, sondern der beste, der intelligenteste, der vielseitigste, der nachhaltigste. Und diese Strategie hat eine ganze Reihe an Punkten vorgegeben, die dem Hafen dabei helfen soll, ja, intelligent zu werden. Sich der, wie ich eingangs sagte, in diesem herausfordernden Dreieck zwischen Wirtschaft, Gesellschaft, Ökologie, Technik, Technologie, Digitalisierung zu bedienen, um ein digitales Abbild vom Hafen zu erstellen, um Automatisierungsprozesse noch weiter auf die Spitze zu treiben. Das steht da dahinter. Ich will gar nicht groß auf dieser großen Strategie weiter rumreiten, sondern vielleicht ein, zwei ganz konkrete, anschauliche Beispiele nennen, wie man trotz dieser großen wirtschaftlichen Herausforderungen, vor denen ja alle Unternehmen im Hafen stehen, kleine Schritte machen kann, um da
auf diesen Bereichen voranzukommen. Es gibt zum Beispiel Startups hier im Digital Hub, die sich einzig und allein um die Schlepperflotten in Häfen kümmern und den Ablauf von den Tugboats, von den Schleppfunktionalitäten optimieren, um die Abgase, um die Motorenleistungen zu optimieren. Und das ist ein Startup, was jetzt Stichwort von Hamburg in die Welt hinaus diesen Service schon in ganz, ganz vielen anderen Häfen anbietet. Ein weiteres Startup, was sich mit ein, zwei Reedereien zusammengetan hat, um zuerst einmal das Schiffslogbuch zu digitalisieren und dann aber sämtliche Dienstleistungen, die an der Schnittstelle Reederei, Shipmanager, Hafenbehörde, Terminal Operator zu digitalisieren, Schritt für Schritt in einen Markt eindringt, ein neues Produkt, vielleicht auch ein neues datengetriebenes Geschäftsmodell dann auf den Weg bringen. Mir ist immer wichtig zu erwähnen, dass das ist keine vielleicht Operation am offenen Herzen, weil der Hafen muss ja Wohlstand, Wirtschaft etc. am Laufen halten, aber es ist eine Transformation an einem lebenden Gebilde, ja? Also am Hafen, an Schiffen, an Menschen. Und da verliert man, glaube ich, manchmal vor hochtrabenden Strategien das Auge dafür, dass es schon ganz pragmatisch, reell erfolgreiche Projekte gibt, die im Übrigen auch nicht viel Geld kosten, die Mut erfordern und die mitunter auch scheitern. Es gibt große Herausforderungen, wenn man an das Thema Digitalisierung geht. Ich nehme mal ein Stichwort, ist diese Interoperabilität, also das Zusammenpassen unterschiedlicher Systeme, aber auch Stichworte wie Datensouveränität, die Sorgen, die es darum gibt. Was sind so die Hürden aus Ihrer Sicht in dem Thema? Sind es diese oder gibt es noch andere Hürden, an die wir stoßen? Ist es auch vielleicht doch noch, dass viele Akteure sagen, Mensch, bleib mir weg mit diesen Themen, oder hat da ein Umdenken schon stattgefunden? Erlaub mir mal, die Frage zuerst zu beantworten, Frau Titzert. Ich sehe bei allen Herausforderungen, die wir im Übrigen auch immer noch etwas deutlicher präsentiert bekommen, wenn wir als Digital Hub uns mit den Start-up-Standorten in Singapur, Haifa, Oslo oder Marseille. Marseille ist nicht das passende Beispiel, weil die genauso der DGSVO unterliegen, aber den außereuropäischen Standorten austauschen, wo die Startups und teilweise auch Unternehmen sehr, sehr viel freizügiger und unbedarfter datengetriebene Geschäftsmodelle entwickeln und vorantreiben können. Das ist für uns aber, glaube ich, nicht oder muss nicht zwingend ein Nachteil sein. Ich glaube, die größte Herausforderung bei diesen ganzen Buzzwords der künstlichen Intelligenz, der Algorithmik, der datengetriebenen Geschäftsmodelle ist tatsächlich etwas, was mit Digitalisierung und Technologie gar nicht so viel zu tun hat. Und zwar das menschliche Moderieren dieses Fortschritts. Weil wir durch die schon stattfindende Automatisierung und die immer neuen Technologien, die da kommen, viele Menschen, die auf Schiffen, auf Terminalbrücken, im Hafen, im Zoll ihr täglich Brot verdienen, mitnehmen müssen und diesen technologischen Wandel moderieren müssen. Ob wir da nun bestimmten Datenschutzgrundverordnungen unterliegen oder nicht, ist, glaube ich, eher nachgelagert. Die größte Herausforderung für mich, auch im Übrigen das Zusammenspiel zwischen Startups und Unternehmen zeigt das, ist das Verständnis bei denjenigen zu moderieren, die es letzten Endes umsetzen. Und das sind immer noch die Menschen. Dennoch, Frau Titzrath, also ja. wir hatten früher den Freihafen als Fläche, der hat sich ja nun auch verändert an die Lageranlagen hin. Brauchen wir eine Art, sage ich mal, Reallabor, Freihafen für sozusagen anderen Umgang mit diesen Digitalthemen? Ja, das haben wir ja Gott sei Dank über das Digital Hub schon geschaffen. Ich glaube auch nicht, dass man dafür eine staatliche Unterstützung braucht, sondern wir müssen bei den Köpfen der Menschen anfangen. Und das meine ich mit dem Joining Forces. Das fängt damit an, dass manchmal der Chor der Hamburger sehr vielstimmig ist. Und wenn ich dann nach Rotterdam oder nach Antwerpen oder an andere Standorte gehe, das ist immer sehr einstimmig, nämlich sich vor den Hafen zu stellen und für den Hafen zu stellen. Und ich glaube, wenn man mal so eine Grundhaltung dann entwickelt, dass alles, was hier entstehen kann, gut ist
für den Standort und für Hamburg, dann erlaubt man auch, die Denkräume zu erweitern, so nenne ich das gerne. Also, dass man einfach mal Dinge erlaubt zu denken, die vielleicht vorher undenkbar waren. Und dann zu überlegen, und das machen wir ja, indem wir sagen, wir lassen Drohnen oder Container und Drohnen fliegen. Das haben wir überprüft. Das ist technisch möglich. Das ist unternehmerisch aber sehr, sehr teuer und damit eigentlich nicht umsetzbar. Aber das ermöglicht einfach den Denkraum mal so weit zu machen, dass man mal andere Dinge dann zulässt. Und ich glaube, das ist das, was auch Herr Berg angesprochen hat, dass man in diesen Denkräumen sich bewegt und dann aber auch weiß, mit welcher Verantwortung man umgeht. Der Hamburger Hafen, 165.000 Mitarbeiter, nicht Mitarbeiter, sondern Arbeitsplätze direkt und indirekt. Das heißt, da gibt es auch Ängste, da gibt es auch Befürchtungen. Und dann, wenn man diese Denkräume aufmacht, muss man diese Menschen genauso mitnehmen, wie eben neue Wertschöpfungsmöglichkeiten schaffen, damit in Summe eine neue und zusätzliche Wertschöpfung entsteht. Ich mache mal das Beispiel von Sky. Dort entstehen auch neue Arbeitsplätze und aber auch neue Arbeitsbilder. Also wer hätte gedacht, dass die Hala Drohnenpiloten ausbilden wird oder dass wir das 3D-Druck in unserer Ausbildung implementieren und zum Standardausbildungsteil machen. Also das sind alles so Themen, die sich entwickeln, um sozusagen die Konvergenz von neuen Ideen und neuen Denkräumen zuzulassen, aber gleichzeitig auch abzusichern, dass dadurch Beschäftigung und aber auch Wertschöpfung entsteht. Nur noch kurz nachgefragt, Hala Sky, also ist es durchaus eine Perspektive auch, dass das doch einen Beitrag auch in der Hamburger Logistik einmal leistet? Wir haben da natürlich regulatorische Fragen, die noch zu lösen sind. Oder ist es auch nur ein Exportmodell? Nein, das ist durchaus eins, gerade hier in Hamburg, aber auch in Deutschland. Also Sky ist ja nicht nur Drohnenflüge, sondern eine industrielle Lösung, wenn Sie so wollen, ein Lagezentrum, was out of sight, also selbstständig fliegende Drohnen steuern kann. Kommt aus der Idee im Übrigen, wir haben ein klassisches Lagezentrum auf der Wasserseite, wo wir die Zuläufe der Schiffe entsprechend steuern. Und die Frage war, was wir auf dem Wasser können, können wir auch in der Luft? Und dann haben wir das ein bisschen weiter nochmal gedacht und daraus ist dann Sky entstanden, ist die industrielle Anwendung von Drohnenflügen, die hochattraktiv ist, zum Beispiel für, wenn ich jetzt hier in Hamburg bin, die Kontrolle zum Beispiel von Baufortschritten in der Speicherstadt, von Dingen, wo sie sozusagen normalerweise eben nicht schnell hinkommen. Das geht weiter bis hin zu Schutzfunktionen, eben wenn sie große Produktionsstätten haben. Also es ist ergänzend und es ist ein Produkt, was auf jeden Fall seinen Kunden finden wird hier in ganz Deutschland. Aber wir haben eine hohe Nachfrage auch aus allen überregionalen Bereichen bis zum arabischen Raum. Das könnte tatsächlich Teil des Hamburger Verkehrsverbundes irgendwann mal werden, über den Güterverkehr, über die Luft abwickeln, genau. Ja. Vielleicht noch abschließend zu dem Smart Port Komplex. Eine wichtige Motivation für Smartisierung, so nenne ich es mal immer, ist natürlich auch die sozusagen Klima oder die Klimaziele zu erreichen. Hamburg hat ja auch einen Klimaplan verabschiedet, der sozusagen fast über allen Plänen dieser Stadt steht und sich ja auch zur Klimaneutralität, sagen wir mal, in Richtung Klimaneutralität verpflichtet. Hat der Hafen sich auch solche Ziele gesetzt und bis wann, glauben Sie, kann man ein welches Maß an Klimaneutralität erreichen? Oder ist es, muss man damit leben, dass der Hafen immer auch ein Emittent sein wird? Also ich kann jetzt nicht für den ganzen Hafen sprechen, aber für die Hala kann ich sprechen. Und wenn ich auf die Hala schaue, dann haben wir uns als Gesamtkonzern ein Ziel gesetzt, klimaneutral bis 2040 zu sein. Wir sind aber schon unterwegs und wir sind, das muss ich auch sehr klar sagen, schon sehr viele Jahre unterwegs, nicht nur im Nachhaltigkeitsbericht, sondern auch im Tun, in der Umsetzung, was dazu geführt hat, dass wir, wie gesagt, den ersten klimaneutralen Containerterminal der Welt haben, hier am Containerterminal Altenwerder. Dann gepaart mit dem Schienengütesystem ein Produkt entwickelt, das jetzt seit wenigen Monaten auf dem Markt ist. Das nennt sich Pure. Pure steht für Reinheit. Was wollen wir damit entsprechend auch suggerieren? Wir wollen sagen, lieber Kunde, buch bitte über Hamburg
Buch bitte über die HALA, weil wir können klimaneutralen Umschlag sowohl auf der Wasserseite wie auf der Schiene dann entsprechend darstellen. Das halte ich für einen enormen Wettbewerbsvorteil und das halte ich auch für ein Zukunftsmodell. Das bedeutet aber, dass man natürlich weitermachen muss, diese Technologie weiterentwickeln muss und natürlich auch übertragen auf alle anderen Terminals. Die große Frage wird sein, wird die Schifffahrt klimaneutral? Aber da haben sich ja auch alle Reeder gleichermaßen Ziele gesetzt. Und auch die Schiffshersteller, so wie ich weiß, die ja auch ein Interesse daran haben, weiter zu existieren, weil ja die regulatorischen Grenzen werden härter werden. Herr Berg, merken Sie, ist das ist das auch ein Treiberthema für Ihre Startups, sozusagen auch zu diesen Zielen der Klimaneutralität beizutragen? Unbedingt. Also ich habe schon in den letzten Monaten den Scherz gemacht, vielleicht müsste man Digital Hub Logistics als Sustainable Hub Logistics oder Logistics Sustainable Hub umbenennen, weil sowohl auf Unternehmensseite von unseren Unternehmenspartnern als auch auf Startup-Seite dieses Thema Nachhaltigkeit tatsächlich über allen Buzzwords wie Blockchain, KI, 3D-Druck etc. mittlerweile steht, beziehungsweise die Technologien viel mehr dahin ausgerichtet werden, zu fragen, wie können wir damit einen nachhaltigen Beitrag leisten. Und das geht ganz oft über Emissionsziele oder nachhaltige Schifffahrt hinaus, sondern da geht es auch in den Bereich der Schadstoffmessung, also jetzt nicht die Emissionen darauf bezogen, sondern im Bereich der Schadstoff-Lärmemissionen im Hafen. Und da sind viele, viele neue Ideen jetzt gerade auch, wie ich eingangs schon gesagt habe, über die letzten Monate entstanden. Also das Thema Energie ist auf jeden Fall auch ein, also das Thema Energie wird hier angesprochen im Chat. Ist das auch ein Treiber, ein Motivator? Gibt es da auch Ziele entsprechend, die man sich gesetzt hat, den Energiemix auch im Hafen anders zu gestalten? Also wir haben am Containerterminal Altenwerder wird der Terminalbahnhof zu 100% durch Ökostrom betrieben. Mhm. Wir haben die Containerlager ebenfalls zu 100% und unsere Brücken wasserseitig auch 100% zu Ökostrom in Altenwerder. Das ist also ein erklärtes Ziel. Ich höre oft, dass ein Unternehmen, wie wir es sind, wir sind ja börsennotiert, wir sind natürlich allen Aktionären verpflichtet, wir brauchen auch eine Wirtschaftlichkeit. Aber die Wirtschaftlichkeit ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir investieren können und dass wir eben auch nachhaltig investieren können in diese klimaneutralen Ziele, die wir eben nicht nur als Ziel haben, sondern uns auch daran messen lassen und umsetzen. Und ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Ich rufe gerne dann auch immer Sie alle als Kunden auf und sage, sehen Sie doch, wenn Sie einkaufen, legen Sie doch mal die Maßlatte so hoch, dass Sie sagen, der Schuh, die Jeans, was immer Sie gerade kaufen, fragen Sie doch mal den Hersteller, ob das auch klimaneutral transportiert wurde. Und wurde es klimaneutral umgeschlagen? Wenn ein Jahr kommt, dann können Sie sicher sein, dass es dann über den Hamburger Hafen gekommen ist. Also es dadurch dann gleichzeitig Arbeitsplätze sichert. Und Arbeitsplätze und Umsatz bringt wiederum Ergebnisse und eine entsprechende Wirtschaftlichkeit, die wir wiederum in den Kreislauf neu investieren können. Aber ich möchte nochmal einen anderen Punkt anbringen an der Stelle, weil ich glaube, wir müssen auch den Blickwinkel darauf lenken, dass man mit digitalen Ideen, und Mobility ist eine solche Idee von uns, eine bessere Auslastung des Bestehenden dann auch schaffen kann. Mobility ist so etwas wie, ich sage das mal vereinfacht unter uns, das Booking.com für die Kombiverkehre, also für die Verkehre, wo die Container auf die Schiene kommen und dann weiter ins Hinterland transportiert werden, optimale Auslastung hinzubekommen, also eine maximale Effizienz. Dafür sind digitale Plattformlösungen auch ganz wunderbar. Mobility ein Beispiel, was wir entwickelt haben und weiterentwickeln, auch mit Partnern, um sozusagen eben auch Effizienz durch Digitalisierung zu gewährleisten. Ich will am Schluss jetzt unseres Gesprächs, wir haben noch etwa 10 Minuten, nochmal auf ein Thema kommen. Sie haben es vorhin schon kurz angestriffen, das Miteinander von Stadt und Hafen auch ein Stück weit. Das ist ja in Hamburg eine lange Geschichte, angefangen von dem sozusagen von der Verwobenheit von Stadt und Hafen, die es mal gab, bis hin jetzt zu einem, ja, man empfindet es manchmal auch als einen
gegeneinander, wenn man Stadt als Stadtentwicklung buchstabiert. Ich selber bin Stadtentwickler, Stadtplaner und mit all meiner Naivität, als ich mal 93 zum Studieren nach Hamburg kam, habe ich nach Steinwerder geguckt und habe gesagt, wie kann denn das sein, dass mitten in so einer Stadt da drüben irgendwie nichts los ist, ne? Und das ist ja eine Diskussion, ich habe dann gelernt, muss ich zugeben, aber habe auch an vielen Stellen doch immer wieder fällt auf, dass es gerade jetzt Grasbrook zum Beispiel das Ringen um Flächen, wo man vielleicht sagt, gesamtwirtschaftlich muss man da doch vielleicht anders drauf gucken. Und gerade wenn Sie sagen, Effizienzmöglichkeiten im Hafen durch einen Smart Port, andere Flächenintensität in der Nutzung, ist das nicht auch ein Zukunftsthema, dass wir ein produktiveres Miteinander haben müssen, dass diese harte Grenze zwischen Hafennutzung und Nicht-Hafennutzung ein Stückchen gradierter werden muss? Also wir müssen sicherlich in den Dialog darüber gehen. Aber wir müssen halt immer wieder drauf schauen, dass industrielle Flächen, die auch ausgewiesen sind als industrielle Flächen, die brauchen entweder Ersatz, wenn man sie wegnimmt, mit einer gleichen Qualität. Aber das ist letztendlich die Zukunft von morgen, ist die industrielle Entwicklung. Das hat auch den Wohlstand dieser Stadt ausgemacht und genährt. Das finanziert, dass wir heute in der Lage sind, als wohlhabende Stadt eben viele Dinge zu tun und zu investieren und zu entwickeln, auch Mobilitätskonzepte zu entwickeln. Ich glaube, darüber braucht es einfach einen Dialog. Ich rufe immer nur auf und sage, es ist ganz wichtig, den Hafen eben nicht nur am Hafengeburtstag zu feiern. Wir sind nicht Walt Disney. Wir sind ein Industriestandort, in dem Wertschöpfung für ganz Deutschland erwirtschaftet wird. Also die 240 bis 270 Milliarden Euro in der Exportbilanz sind auch ein Werttreiber des Wohlstandes von Deutschland. Also dessen muss man sich halt immer wieder auch als Stadtbewohner von Hamburg ein bisschen bewusst sein, dass es eben nicht nur die Brille der unmittelbaren Lokalität, sondern wir haben eine Wirkung darüber hinaus. Genauso offen dann auch in einen Dialog einzutreten. Aber ich sage immer an der Stelle auch, darauf aufmerksam zu machen, Industrie ist nicht still und leise. Das heißt, wenn ich den romantischen Blick in den Hafen schätze, dann weiß ich auch, dass dort entsprechend unter Umständen eben auch gearbeitet wird und das auch in der Nacht und das 24 Stunden und dass man das unter Umständen auch sieht. Ja, und wenn man dann in der Hafencity wohnt, klagt man auch mal gern dagegen, obwohl man eigentlich das Hafenflair schätzt. Das ist die gleiche Unlogik, die man bei Biergartenklägern hat wahrscheinlich. Dennoch nochmal nachgefragt, auch bei dem Thema Industrie, da gibt es ja auch eine Gradierung von, ich sag mal, der Hard, also sagen wir mal sowas wie Arubis ist natürlich ganz klar ein Industriebetrieb, der im höchsten Maße emittierend ist. Aber wir haben ja auch viele, und da gucke ich auch wieder in Ihre Richtung, Herr Berg, jetzt Bereiche von Industrie, was wir immer als Planer so unter urbaner Produktion dann so subsumieren. Also Dinge, die irgendwie stadtverträglich sind, wo man dann sagt, die können sogar in sagen wir, urbanen Strukturen sich ansiedeln. Gibt es da nicht doch auch Standorte im Hafen, über die man anders nachdenken könnte, wie, ich sage jetzt mal Steinwerder, wie nochmal den zweiten Schritt Grasbrook? Ist das eine Diskussion, die man intern führen kann? Man hat ja das Gefühl, dass da immer sehr schnell ein Gegeneinander entsteht, so wie in der Mobilitätsdebatte. Und Sie sagten das ganz richtig, Frau Titzrath, man müsste in Dialog kommen. Gibt es diesen Dialog irgendwo in dieser Stadt? Müsste es ihn nicht viel stärker geben, auch vielleicht geschützt, sodass man sich nicht immer gleich Die Köpfe einhaut. Das passiert ja immer sehr schnell. Wissen Sie was an meinem Job in den letzten 2 Jahren, was unter anderem ein ganz toller Faktor ist und war, ich komme gar nicht aus dem Hafen, ich komme auch gar nicht aus der Logistik, sondern mein Hintergrund ist in der Halbleiterindustrie und ich bin sozusagen in diese ganze Hamburger Logistik und Hafen, in dieses ganze Ökosystem eingetaucht, ohne irgendwelche Vorurteile, ohne irgendwie zu wissen, wer kann hier mit wem gut, wer kann weniger gut und habe erst so nach und nach herausgefunden, dass es also den einen oder anderen Elfenbeinturm oder die ein oder andere Animosität gibt. Ich glaube, das, was Frau Titzrath gesagt hat, was für Antwerpen und Rotterdam zutrifft, da stellen sich erstmal alle vor den Hafen und sagen, wir sind geschlossen für den Port of Rotterdam oder für den Port of Antwerpen. Und was ich in der Logistik festgestellt habe, ist, dass alle Logistiker, die etwas weiter entfernt vom Hafen sind, diese Animositäten etwas weniger haben und wir als Digital Hub, als einer von ja mehreren Innovationsfreiräumen hier in Hamburg,
gesagt haben, wir laden erstmal diejenigen ein, die dabei sein wollen, und diese Einladung sprechen wir an alle aus, in diesen Dialog, in diese Kooperation zu treten. Und ich mache kein Blaming oder Shaming, aber alle Zuschauer können sich gerne anschauen, welche hafennahen Unternehmen hier im Digital Hub vorurteilsfrei und offen miteinander reden und welche nicht dabei sind. Und das ist für uns eigentlich so das Ziel, zu sagen, wir gehen da mit gutem Beispiel voran und wir zeigen, dass dieses Miteinander, diese neue Art der Kooperation, dass man vielleicht auch mal mit jungen Unternehmen zusammenarbeitet, die auf den ersten Blick sehr schwierig sind, vielleicht da dieselbe eine Hürde überspringen muss, dass das funktioniert. Ich würde hier ja nicht nach 2 Jahren sitzen und sagen, wir haben hier einen tollen Speicherboden und proklamieren, dass Zusammenarbeit und Kooperation funktioniert, sondern all die Unternehmen, die dabei sind, die machen das ja nicht aus Spaß an der Freude, sondern die ziehen da konkrete Mehrwerte raus. Und ich glaube, solche Beispiele, ob das jetzt auf dem Grasbrook oder in Steinwerder oder einem Standort im Hafen passiert, wo der Wirtschaftsminister hätte Frau Titzrath, Senator hätte Frau Titzrath und mich jetzt schon gerügt, dass wir das Wort Wasserstoff noch nicht in den Mund genommen haben. Das ist auch ein Thema, wo es ganz, ganz viele Freiräume geben kann. Nur mein Kern ist, dass wir, mein Kernargument, diese Art und Weise der Zusammenarbeit und sich erstmal hinter eine Sache zu stellen, anstatt von oben, von unten, von links und rechts zu fragen, na, das ist kritisch, dann passt vielleicht nicht ganz so vom Niveau in diesen Talk, dann halte ich lieber mit Pippi Langstrumpf, die gesagt hat, ich habe es noch nie versucht und deshalb bin ich mir sicher, dass es auf jeden Fall gelingen wird. Genau, also Just Do It einfach ist sicherlich eine super Strategie. Dennoch vielleicht am Schluss nur gefragt, müsste da der Senat vielleicht auch eine stärkere moderierende Rolle nochmal einnehmen? Auch da habe ich manchmal das Gefühl, dass Stadtentwicklung und Wirtschaft nicht immer die gleiche Sprache sprechen, wenn es um diese Themen geht. Und am Ende geht es doch darum, dass alle wollen, dass Hamburg eine Hafenstadt bleibt. Wir haben gesehen, der Hafen transformiert sich ja schon gigantisch in Richtung einem technologischen Standort, sage ich mal. Da kann man sich doch eigentlich nur wünschen, dass das in der Stadt integriert bleibt. Und nun müssen wir einfach gucken, wie es produktiver gemacht wird. Da braucht es doch einen Dialograhmen eigentlich, oder? Ja, und ich will nochmal das aufnehmen. Das Thema Wasserstoff ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür. Also nicht nur, dass die Hala ja eine Wasserstofftankstelle hier in der Speicherstadt hat. Ich bin ein großer Fan von Wasserstoff. Ich habe das große Glück, selber ein Wasserstofffahrzeug zu fahren. Mhm. Und wir denken natürlich da auch ganz aktiv drüber nach, nicht nur industrielle Anwender von Wasserstoff zu sein, sondern auch, was daraus an Logistikthemen vielleicht entstehen können. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, wo man unternehmerisch Dinge aufnimmt. Sie versucht sozusagen in den Dialog mit anderen Unternehmen, aber auch natürlich mit den Rahmengebenden. Und der Senat hier in Hamburg ist der rahmengebende Faktor für all diese Themen, der ganz wichtig ist, dass der federführend mit dabei am Tisch ist. Mhm. Und Joining Forces, habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, ist das Rezept. Ja, genau. Dieses Miteinander. Und da darf man auch mal kontrovers sein. Und im Übrigen im Digitalen, deswegen hatte ich das Beispiel Modality gemacht, dass man eben den Marktplatz mit an den Tisch holt, dass man eben nicht Modelle entwickelt, wo sozusagen ein Gewinner takes it all, wie das so schön heißt im Amerikanischen, sondern eben wie man überlegt, wie man auch dort Modelle baut, smarte Modelle baut, an denen mehr als nur einer sozusagen gewinnbringend dann auch teilhaben hat. Wir haben jetzt hier noch einige spezielle Fragen im Chat, die, glaube ich, den Rahmen auch an der einen oder anderen Stelle sprengen würden. Vielleicht können wir die aber trotzdem festhalten und versuchen noch auf anderem Wege da Antworten drauf zu geben. Wir sind nämlich tatsächlich schon am Ende unserer Stunde und am Ende frage ich dann immer auch so ein bisschen so als Abschlussfrage zum jeweiligen Thema des Talks. Wie sehen Sie denn jetzt in dem Fall sozusagen die Rolle des Hafens in 15 Jahren, wenn Sie gucken? Also ist es dieselbe, ist es eine andere? Wir haben eben schon einiges eigentlich antönen lassen, aber vielleicht können Sie es nochmal auf eine Formel bringen. Und was ist für Sie der entscheidende Schritt, der jetzt ansteht, um dieses Ziel dann zu erreichen? Welches dicke Brett müssen wir noch bohren? Also ich glaube, das dicke Brett, was wir bohren müssen, ist zu begreifen, es geht nur gemeinsam. Es geht über Intensivierung der Wertschöpfung.
Und das bedeutet eben, dass man jetzt investiert in Innovationen und auch Denkräume zulässt, über die der eine oder andere heute schmunzelt, so wie wir das über den Schotten vor 53 Jahren getan haben, der mit so einer komischen Blechbüchse die Elbe raufkam. Was ich damit meine, Denkräume erweitern, weil ich glaube, wir müssen einfach begreifen, dass der Hafen in 15 Jahren nicht die Fortschreibung der Gegenwart sein wird, sondern durch eine andere Wertschöpfung überzeugt, wir werden der Beste und Innovativste sein. Mhm. Herr Berg, danke schön, Frau Titzrath. Herr Berg. Genau, ich greife nochmal das Thema auf, Museumshafen oder Zukunftsort. Museumshafen sind wir schon, ja, das können wir nicht leugnen, da können auch Singapur, Rotterdam und Antwerpen nicht mithalten an den historischen P-Linern und Schiffen, die wir hier im Hafen ausstellen. Und ich glaube, wir sollten uns an diesem Museumshafen und diesen Exponaten immer orientieren und uns tatsächlich fragen, was wollen wir denn in 100 Jahren vom jetzigen Hafen in ein Museum stellen, ob das nun digital oder auch noch physisch sein wird. Und ich kann dem, was Frau Titzrath gesagt hat, nur zustimmen. Zusammenarbeit, Mut, Kreativität über das heutige Geschäftsmodell hinaus zu denken, zu schauen, was ist in der ersten, zweiten, dritten oder vierten Ableitung eine Idee wert, in so einem Freiraum wie dem Hamburger Hafen auszuprobieren. Und dann ist der Hamburger Hafen neben dem Museumshafen auch auf jeden Fall ein Zukunftsort. Vielen Dank. Ja, also ich habe gelernt als jemand, der mitunter schon Sorge hatte, wie es sozusagen weitergeht mit dem Hafen, dass es sehr, sehr viele Zukunfts sozusagen oder Wege in die Zukunft schon gibt, die ausgelegt sind und dass es wahrscheinlich einfach auch noch ein Stückchen mehr Wertschätzung und Miteinander auch braucht, um sozusagen gemeinsam an dieser Zukunft zu arbeiten und sich nicht ständig ins Gehege zu funken. Ja, das ist sicherlich was, was man als Stadtentwickler auch mitnimmt aus der Diskussion. Ich danke Ihnen beiden sehr für diesen späten Lunchtalk, den wir hier hatten heute und für die Stunde, die Sie uns geschenkt haben. Ich danke sehr herzlich den Gästen, die mal mehr, mal weniger wurden in diesem Talk und freue mich sehr sozusagen auf den nächsten Talk, den wir dann nächste Woche haben werden. Die Daten und sozusagen Termine wie immer auf der Webseite hh-konvent.de, ebenso auch wie Anregungen, Ideen, Kritik. Und ja, jetzt wünsche ich allen zusammen noch einen guten Tag und dass wir gut durch die nächsten Wochen kommen. Also, bis dahin und vielen Dank.